Adaification hier. Und ja, in der letzten Folge war viel Gequatsche vor dem Finale. Das machen wir heute mit einer Menge Action wieder gut. Und da ich die Action nicht alleine veranstalten werde, ist bei mir eine hübsche, liebreizende Zauberin. Und zwar die... Ja, hier ist der Gecko Climber als Zauberin. Und wir werden jetzt heute, ja, Ball in den Hintern treten, hat der Ada ja schon gesagt. Aber das machen wir natürlich nicht nur zu zweit, sondern wir brauchen noch ein bisschen Manpower, wie das hier immer so üblich ist. Und dafür haben wir uns wieder ganz dicke Verstärkung geholt. Ja, und da hat er schon geschrieben, tötet Baal, dämlich niemand anderes als der... Der Nobby hier, und er meint's ernst. Ich bin sauer, ich will Baal in den Hintern treten. Und dann lass uns gar nicht weiter darüber reden, sondern gleich rein da in den Thron der Zerstörung. Jo, so, da sind wir. Auf geht's. Oh, da liegt noch jede Menge Zeug rum. Aber die Kammer des Weltsteins. So, jetzt wird's spannend. Oh. Ja. Süß. Hihihi. So, okay. Wie viel kommt denn jetzt noch, bevor wir zu Baal kommen? Oh, da ist er schon bei Baal. Da ist er schon, okay. Ich. So, da ist er weg. Oh, der hat viel Lebensenergie. Ja, leider. Ui, das wird doch ein bisschen zu nah. Ich bleib jetzt mal schön auf. Wo ist denn meine Maus? Danke. Du bist doch unsere Maus. Ah, ich darf Mäuschen spielen. Über die Hälfte ist ja schon gefallen. Gott sei Dank habe ich Widerstände gegen alles, was magisch ist. Dadurch tut der mir überhaupt nichts. Ja, und ich bleib schön in der zweiten Reihe stehen. Wie immer. Mit dem zweiten sieht man besser. Oh. Komm schon, Baal. Gib auf. Hopp. Au, weg das Ding. Wir haben schon das zweite A geschafft. Hoi, ja, lalala. Aber so schwer wie Diablo ist er nicht. Nee, das war mit Sicherheit nicht Diablo, das war ja... Au, au, au. Hat der mir hier jetzt gerade eben einen reingezwiebelt? Das war knapp, das war eben echt knapp. Komm schon, du Sau, fall um. Ah. Ich brauch mal noch einen... Autsch. Ja, wo? Ach, Mann! Da bin ich die ganze Zeit nur noch am... Ich glaube, ich muss gleich ein... Oh. Nein! Oh, meine Fresse, ey! Ich hätte noch ein paar Heiltränke mitnehmen sollen, glaube ich. Wo seid ihr? Bei Baal. Ach so, da. Da waren wir schon die ganze Zeit. So, wo ist er denn? Ach, jetzt sehe ich auch mal, dass der Gecko uns hilft. Ach, der ist auch da. Ich wusste. Okay, gut. Diesmal hat es mich nicht erwischt, zur Abwechslung mal. Jetzt ist er bald platt. Stirb! Die, you son of a bitch. Piece of cake. Damn, I'm good. It's time to kick ass into bubble gum and I'm all out of gum. Oh, oh, das sollte ich nicht sein, das sollte ich gar nicht sein. Guckt euch mal an, wie schön die Zauberin laufen kann. Erhöhte Teleportationsgeschwindigkeit. So. Jetzt bist du tot. Stirb. Und da, you son of a bitch. Yes. Da liegt er. Ha. Und kriegt noch einen Felsen auf den Kopf. So gehört sich das. Geld. Geld. So. Und da fliegt... Der letzte der drei ist gefallen. Ja, der letzte der drei ist gefallen. So, ehe wir durch das Portal, das gleich erscheint, gehen, machen wir die Aufnahme aus, damit es mit Fraps keine Probleme gibt. Ich rede noch mit Tyrael. Ah ja, gut. Drei... Zwei, okay. Eins mit Tyrael. Ich bin beeindruckt, Sterblicher. Du hast die größte Herausforderung überwunden, die es auf dieser Welt jemals gab.
und das letzte der großen Übel besiegt. Aber wir sind zu spät gekommen, um den Weltstein zu retten. Baals zerstörerische Berührung hat ihn vollkommen verdorben. Mit der Zeit wird die Energie des Weltsteins erlöschen und die Grenzen zwischen den Welten werden einstürzen. Die Mächte der Hölle werden in diese Zuflucht strömen und dein Volk und alles, was ihr aufgebaut habt, vernichten. Daher muss ich den verdorbenen Weltstein vernichten, bevor die Mächte der Hölle Fuß fassen. Diese Tat wird die Welt für immer verändern, mit Folgen, die nicht einmal ich vorhersehen kann. Aber es ist die einzige Möglichkeit, das Überleben der Menschheit zu sichern. Geh jetzt, Sterblicher. Ich habe ein Portal geöffnet, das dich in Sicherheit bringen wird. Möge für das, was du an diesem Tage vollbracht hast, das ewige Licht auf dich und alle deine Nachkommen scheinen. Das Überleben der Menschheit ist dein Verdienst. Mehr als alles andere hast du dir nach diesem endlosen Kampf etwas Ruhe verdient. Okay, doch nicht durch das Portal gehen. Erst die Aufnahme beenden. Und dann sind wir in Akt 1 wieder. Okay. 3. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi. Aufnahme Ende.